Herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT Traveling Terrace Town hier auf meinem Kanal und auf dem Kanal von Draco Sci-Fi, den lieben Pankilet-Zock und natürlich den Afro-Schnitzel. Hallo ihr Lieben draußen und hier drin. Hallihallo. Hallöchen. So, wir haben eine neue Map. Ja, die sieht sehr geil komisch aus. Ein bisschen strange sieht die aus. Ein bisschen, sagen wir mal, überschaubar. Ja, was denn das für ein Baum? Hier stehen ganz viele rote Fässer. Sind das explosive Fässer? Ich hab ein bisschen Angst. Also da, wo Upgrade steht, kann man nichts zerstören anscheinend. Panky, du musst immer noch einen neuen Skin zulegen. Katanas! Katanas! Geht auch nicht kaputt? Nö. Also ich bin unschuldig, ne? Also Dagi ist es. Ich bin heftig grün. Das hast du ja schon immer gesagt. Wer, ich? Nee, Dagi. Dass er unschuldig ist. Yep. Ich bin ja auch schon unschuldig. Ja. Na, Schnitzel, was machst du denn da, hä? Gar nichts. Okay, dann mach weiter noch gar nichts. Gut. Fässer? Oh, die explodieren ja gar nicht. Cool. What's that? Ah, hier ist eine Rauchgranate gezündet worden, okay. Ja. Hab ich gesehen. Ich hab eine Geheimtür gefunden. Mission gefunden. Kann man hier rein? Da ist ein Swimmingpool, ich würde da gerne rein. Ganze. Ich weiß nicht wie. Egal. Musst du dir den Weg suchen? Musst du dir den Weg suchen? Suche dir den Weg. Hallo. Guten Tag. Genau. Du zielst auf mich. Drago, du zielst ja auf mich. Wenn ich tot bin, ist Drago. Ja, mit einer Glock. Mit einer Glock werde ich dich one-shotten. Ich komme hier nicht hoch. Letzte. Du hast mir den Weg versaut. Ich one-shot dich mit meiner Glock. So. Letzte. Ja. Wenn du Twitter bist, ne? Töte ich dich. Bitte was? Oh, was hast du hier? Ich nehme. Bon. Ja, du kannst die Waffe hier nicht platzieren, Vector. So, oh, was denn hier? Gibt's hier? Hier gibt's eine Bodenplanke. Okay. Was ist das denn hier eigentlich für eine Welt? Hat die irgendeinen speziellen Namen? Keine Ahnung. Draco bei mir? Weißt du, wie lange ich schon bei dir bin? Ja. Hier gibt's, glaube ich, nur Schrotis, oder? Und Pisteln. Ja, aber Munition gibt's gar nicht, ne? So wirklich? Für Schroti? Ja. Ah, Draco, mir fällt da ein, es wurde heute schon verkündet, am 19.10. neues DLC City Skylines Queen City kommt bereits raus. Und was bringt das? Ja, du kannst jetzt Umweltzonen teilweise einrichten, wenn ich das richtig gesehen habe. Du kannst. Achso, Green City, ich hab Green City. Achso, ja, das weiß ich schon. Richtig. Wird auf jeden Fall schon ganz schön gehypt, das Ganze. Hi, Punky, hi. Du bist so klein. Wie kommt man denn da oben? Ich bin ja auch süß. Süß und klein ist ja kein Widerspruch. Das passt ja. Das halte ich für ein Gerücht. Ich hab noch nicht an die rumgeknabbert, also das müssen wir erstmal beweisen. Was machst du da? Ich will da runter, versuchen zumindest. Was macht Schnitzel da? Ich beobachte euch. Was machst du da? Ja, ah. Na da. Wer schießt? Na, ich schieß ja auf das Glas, will wissen, ob das kaputt geht. Na, so. Will das sehen? Das geht, glaube ich, nicht runter. Hihi. Ja, Leute, jetzt habe ich mir die ganze Munition dafür verschwendet. Ich hab den Weg nach oben gefunden. Achso. Schnitzel bei mir, Hä? Hehe. Ja. Ich hab die Tricks raus. Hallo? Oho. Hallo? Was war das? Vorsicht. Hier ist irgendwo ein Erdbeben. Wer war das? Dagi? Schnitzel? Drago? Hilfe, ich hab Angst. Hallo, redet mit mir. Bitte.
Ich hab doch nichts gemacht. Der Trader darf ruhig sich jetzt melden. Also ich muss gerade mit meiner Mutter reden, ich bin nicht Trader. Aber da, wo ist denn der Rest? Ich hab Dagi noch gerade irgendwo gesehen. Naja, aber ich kann es nur so sagen, ne? Also ich war jetzt beim Pool. Also ich bin jetzt beim Pool. Also ich weiß, ich bin unschuldig. Aua, war denn das? War denn jetzt Fallen? Was passiert? Ja, irgendwas hat mich jetzt getroffen. Oder ich bin in irgendeine Falle reingetappt. Okay, was passiert genau? Funky? Funky? Hallo? Funky? Das miese, dreckige Popolo. Siehst du, so verwendet man den Identity-Stealer. Ich bin jetzt Dagi. Sehr schön, nice. Hab ich eigentlich noch gerade den Schnitzel-Skin gehabt, oder? Nee, ne? Nee. Hab ich den Dagi-Skin, ja? Ja, du warst Dagi. Und ich. Okay. Hast du mich aus Dagi gesehen eigentlich, Punky, da oben? Ja. Und auch den Namen. Du, man kann mit dem Identity-Stealer im Namen und Ding klauen. Deswegen würde ich sagen, dass mit dem... Ja, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Gerade im Hintergrund rumgeschrien? Ja, dreh mal leiser. Geh mal hin, zieh die mal in den Ohren. Das machen wir auf jeden Fall so, weil alles andere ist ja Käse. Es sei denn, wir wollen jetzt explizit sagen, mal für so eine Aufnahme, wie wir das schon gemacht haben, dass jeder den gleichen Skin nimmt oder so. Oder zwei jeweils den gleichen Skin. Kann man ja auch mal machen. Ihr könnt da nur nicht damit leben, dass... Dann könnte man die Folge so schön bezeichnen als Doppelgänger. Moppelgänger? Doppelgänger. Moppelgänger? Moppelgänger. Doppel. Moppel? Nein, du bist Doppel. Moppel? Also ich weiß ja nicht, wie deine Konfektionsgröße ist, aber ich meine immer noch Doppel. Moppel? Double. Double? Ja, jetzt hast du. Wer ballert da rum? Schnitzel. Ja, ich habe auf die Fässer geschossen. Ja, ja, das sagt man dann. Ja, das sagen sie alle und dann sind sie schwanger. Wer sind da hinten? Wer ist das da hinten? Wer? Achso, das ist sogar genau. Hä? Also ich bin unschuldig, ne? Also ich bin gerade bei Draco. Wenn ich tot bin, ist Draco. Hä? Ja, bist du bei mir? Der ist es sowieso. Achso, da ist er! Ich bin gerade hochgelaufen. Der versteckt sich hinter der Box hin. Nee, ich bin erstmal hier hochgegangen und du warst hier hinter der Box. Alter, der ist so süß. Ja, bin ich hier auch. Ich schau mal hier drüben. Guck mal, da läuft eine Ente. Ja, da läuft eine Ente, ich beobachte die. Sag ich, beobachte die. Tschüss. Wer jemand schießt auf mich. Wer schießt? Keine Ahnung, irgendwer hat geschossen. Hast du geschossen? Nee. Das hätte es bestimmt lauter sich angehört. Schnitzel, wo ist denn hier ein Schwimmbad? Schnitzel? Schnitzel und Dagi sind gerade zusammen. Ja, wir sind zusammen. Wir lieben uns. Nee. So genau wollte ich es jetzt eigentlich nicht wissen, aber ist ja auch egal. Ja, ich auch. Aber wir finden es natürlich gut, dass ihr euch outet. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Das ist löblich. Nein. Das finde ich sehr löblich. Wir haben jetzt hier unser Coming Out Pärchen. Ja, unser Pärchen. Ich beobachte die beiden da mal. Danke, was machst du da? Was kommt eigentlich dabei raus, wenn man einen Drachen und einen Pika miteinander... Ja, können wir ja mal ausprobieren. Nichts Natürliches. Können wir ja mal ausprobieren, ihr beiden. Nichts Natürliches. Ja, komm mal her, guck mal da oben, die beiden. Das war die Thomas. Dagi. Drago. Puggy. Irgendwer. Schnitzel? Ja. Alter.
dachte schon. Irgendwas stimmt da nicht. Bist du Traitor? Hast du alle getötet? Nee. Eben nicht. Das soll ich dir jetzt glauben. Hm? Warum sollte ich dir das jetzt glauben? Weil du Trader bist. Nee, ich bin kein Trader. Ja, ja, und gleich kommt hier wieder irgendein Dagi oder Punky über Ecke und dann bist du das der wieder, ne? Ja, ja. Ja, klar, zweimal derselbe Trick, ist klar, ja. Ja. Ja, ich glaub schon. Nee, ich glaub nicht. Ja, wenn's ja gleich sehen. Da ist, guck mal, da. Was ist los? Sag ich doch! Hab ich's doch gesagt! Nein, ich bin Diego. Also, das müssen wir verbieten, weil ich bin immer der Schuldige. Ich wollte Punky nehmen, aber der ist verschwunden. Der ist einfach im Boden verschwunden. Ich hab's gewusst. Ja, ja, genau, genau. Alter, das ist so geil. So, ein nee. Von er so, da kommt jetzt gleich ein Dagi um die Ecke gerannt. Ja, als hätte er es gewusst, ne? Ja, ich glaube, er war Traitor. Hey, Dagi. Hm. Hast du mich noch lieb? Nein. Oh, Dagi. Was? Dagi schießt auf meine Fässer. Dagi ist es. Ich schwör auf Big Mac. Punky, was schießt denn hier so rum? Was meinst du? Bist am Shoppen? Da. Was bist du am Shoppen? Ich tu nicht. Hä? Bist du am Shoppen? Punky ist es. Ich sehe nichts, verdammt! Ich wollte doch ja, da probieren! Da hab ich dich reingelegt, weil ich wusste, dass Schnitzel hinter dir ist. Deswegen bin ich auch stehen geblieben. Nice, schön gemacht. Oh. So kann man auch mal den Traitor stellen. Sehr, sehr ja, schön. Ja, genau. Du hättest auch noch mich hintern gehabt. Die Glock will ich nicht, die hat dieselbe Muni. Du machst den Moonwalk-Schnitzel. Ja, ich warte die Vorbereitungszeit ab, dass ich den Skill mache. Der duckt dich mal. Ah ja, stimmt. Der hat ja... Oh, das ist doch wieder so ein beschissener Ohrwurm, ne? Was? Din, 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 Opa Makia. Ding, 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 aua. Das war jetzt so blöd. Nicht gedacht, ne? Was war denn blöd? Hat sich angehört wie eine Möwe eben, ne? Dass ich runtergefallen bin. Das war so jetzt nicht geplant und nicht gedacht, aber man nimmt halt das, wie es kommt. Genau so ist es. Aber du bist. Was ist jetzt passiert? Mach keinen Scheiß. Nee, nee. Ich bin bei Dagi. Wenn ich tot bin, ist es Dagi. Nee. Du bist gar nicht mehr bei mir. Schnitzel. Ja, ich versuche gerade was. Und was versuchst du? Er versucht die. In den Pool, da ist kein Pool. Da ist da schon, da ist zwar Wasser, aber du kommst da nicht hin, das habe ich ja schon ausprobiert. Nee, nee. Bing, 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 ah, da habe ich ja endlich mal eine Waffe. Ah, so. Schnitzelschäde schleppt Fässer. Ja, ja. Der wird, Hafen, gut, dass der wird Hafenarbeiter. So, jetzt knabber ich ein bisschen am Bambus. Was, du knabberst am Bambus? Ja. Wieso, bist du Koala-Bär oder was? Auch. Hat jemand Diegel-Munition gesehen? Ja, hinten links um die Ecke. Du bist genauso gut wie meine Mutter mit Angaben. Ja. Ich bin eben drunter gefallen. Ich hab's gesehen. Punky? Ja. Ich bin da. Schnitzel und... Schnitzel, warum bist du hört? Ja, ich hab da eben... Du hast... Achso, ja, stimmt. Ja, okay, ja. Blöd, blöd, ja, okay. Entschuldigung, ich nehm. Da ist nochmal ein Schnitzel. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Nee, du hast noch ein Schnitzel. Zwei?
Dagi wollte, glaube ich, hinten schon wieder hinten was von hinten irgendwas machen. Nein. Wir wollten genau den Test machen. Nur habe ich mich dann blöd verplappert. Nö, Schnitzel. Ja. Ich komme hier rauf. Hey, wie geil. Hallo. Hallo. Hä? Schnitzel macht keinen Scheiß. Wer hat die geschossen? Schnitzel, der schießt ja die armen Fässer kaputt. Schnitzel? Ach, da ist schon. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich suche die ganze Zeit einen Punkt, wo ich vorher war, aber... Bing-Bong. Schnitzel? Lauf mir nicht über den Weg. Mach ich doch gar nicht. Du bist voll der Wegsteher. Voll der Weg. Punky. Hallo. Hallo. Wo komm ich? Was? Ne. Boah, jetzt ist er schon wieder da, der Schnitzel. Irgendwer ist tot. Wer ist gestorben? Schnitzel lebt noch. Ey, Schnitzel! Schnitzel, ich hab's gesehen. Du brauchst nicht schweigen. Du mieses Treterlein. Schnitzel. Talk to me. Es ist langweilig, wenn der Trader nicht redet. Schnitzel oder Dagi, irgendwer redet. Punky weiß ich, dass er tot ist. Will nicht irgendwer reden, mir ist stinklangweilig. Will nicht irgendwer reden, mir ist hier langweilig. So dass ich gleich erstick. Hallo? Hallo? Schnitzel? Bitte. Bitte. Sag doch was. Oder Dagi, sag doch was. Es ist doch wurscht. Den ersten, den ich sehe, schieße ich sowieso. Es ist so langweilig. Wenn der Treter nickt, springt. Oh nein! Du mieser kleiner! Ich hab die ganze Zeit auf die Schritte geachtet, wo er wohl rumlaufen wird. Ich bin einfach am Turm die ganze Zeit gehockt. Ey, warum hast du denn hier einen Dagi, Draco? Hä? Ich bin kein Dagi. Doch, du bist ein Dagi. Ach, schau mal gleich mal, wenn die Runde beginnt, dann sollte ich eigentlich kein Dagi mehr sein. Ne, bei mir ist er kein Dagi, bei mir ist er ein ganz normaler Männekicken. Ne, bei mir ist er ein Dagi. Warte mal. Was bin ich jetzt? Wo bist du denn? Immer noch ein Dagi. Ach ja, bei mir bin ich auch ein Dagi. Bitte nicht töten. Und jetzt? Hä? Bin ich immer noch ein Dagi? Nein, bei mir bist jetzt du wieder. Also bei mir bist du ein Drache. Und nee, da bei kommt mir, der Schnitzel. Nee, jetzt bist du ein Drache. Okay. Das war jetzt ganz strange.
Aber war doch eine gute Runde. Ich habe die ganze Zeit auf die Schritte gehört. Wo treibt er sich rum? Ob der kommt, der von rechts, von links? Ja, ich habe auch. Weißt du, das Problem war, das funktioniert in beide Richtungen. Ich habe auf dem Turm gehockt. Ja, beide so rum. Ja, du warst am Turm, das wusste ich, dass du am Turm warst. Ja, und kam ich. Ja, ja, du Camper am Turm. Ja, weißt du, und ich habe auf dich gewartet, wo du herkommst. Ja, am Turm. Du Campen ist verboten. Ja, das hast du auch gemacht. Außerdem, ich stand's auch da die ganze Zeit an der Wand und hast gehört, lausch. Es gibt einen Unterschied zwischen Campen und Snipen. Ja. Ja, ja, mit einer Sniper rumrennen ist blöd. Mit einer Schroti campen, das ist Campen. Mhm. Aber mit einer Sniper rumrennen ist auch nicht gerade easy, Punky. Ja. Ach, boah, ich wollte euch eure Unterhaltung erstmal nicht unterbrechen. Schnitzel? Und dann nur wie ein Punky tot wegfliegt. Punky? Ich bin da. Da ist Schnitzel. Hallo. Hallo. Ich traue dem Punky nicht. Warum mir? Was hab ich jetzt bitte schon gemacht? Ja, jetzt komm nicht an mit dem süßen kleinen Pikachu. Ne, süßes kleine Pikachu kann auch sehr hinterhältig sein. Pika, Pika? Pika, Pika? Pika, hinterhältig? Ja, doch. 8 Schuss Schrotflinte. Mehr brauche ich nicht. Ja, erschreck dich doch nicht so, Schnitzel. Ich bin's doch nur. Das kleine süße Pikachu. Ich geh runter. Aua. Aua. Wer ist gestorben? Keiner. Guck mal, da hat sich die Draco. Draco war am Shoppen? Nein, darf mein Vater kurz helfen. Ah, ja. Bitteschön. Das sind dann die Ausreden. Die Ausreden, die haben... Papa, sag mal kurz, dass ich dir geholfen habe. Ja. Komm. Familie hält immer zusammen. Hör auf, du Lüge. Ja. Da, das ist ja. Das ist vaterisch für... Ich habe ihm geholfen. Ah, Pikachu. Was machst du da oben, hä? Pikachu. Spazieren. Oh. Hast du jetzt eben versucht, hier den Baum hochzuklettern, Schnitzel? Er ist reingeguckt. Schnitzel? Ja. Gibst du mir eine Antwort? Nein. Ich rede doch mit dir. Ich hab dich jetzt gerade nicht verstanden. Ich hab keinen Bock. Ich rede doch mit dir. Hey, wo habe ich die Schrotti? Ich hab Schrottimoni gefunden. Hallo, hört ihr mich? Ja. 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 So. Oh, das, ja, weil ihr mich komplett ignoriert habt, weißt du? Wir haben dich nicht ignoriert. Na klar! Ja, nein, das hat sich eben so angehört, als ob ich euch nicht antworte. Irgendwer ballert. Pass auf, Dagi, hinter dir war ein Schnitzel. Ja, ich weiß, hab ich gesehen. Ich hab auch. Dagi? Da ist Schnitzel. Schnitzel? Schnitzel bei mir? Schnitzel bei mir? Ich bin's nicht. Ja. Nee, ich bin's wirklich. Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ne? Und dann bin ich tot. Nee. Hau ab, Schnitzel. Stell mich hier sogar so hin. Unbewaffnet. Das ist immer ein Schlimmes. Unbewaffnet ist immer ein schlimmes Zeichen, ne? Das weißt du. Ja, genau. Und vor allen Dingen würde jetzt Schnitzel mindestens sagen, so, ich glaube, Dagi ist es. Also ist Schnitzel es. Schnitzel ist es 100%. Sonst würde jetzt sagen, ich wär's. Und der hat nicht gesagt, der Dagi ist hier. Oder so. Der hat, ne? Ja, Schnitzel, komm. Out dich. Ja, danke, du bist wohl, ne? Jetzt kommt, brauchst du da nicht mit an. Ne? Jetzt brauchst ja, du da ja, nicht mit ja. Komm oder? Bloß her. Ja. Dich lasse ich nicht mehr aus Auge. Trage. Wo seid ihr denn? Ich finde euch hier gar nicht mehr. Also, die beiden sind am Turm. Schnitzel verfolgt mich. Nee, ich eigentlich suche mich Dagi. Ne? Dagi ist am Turm wieder oben. Echt? Ja. Der ist einfach in die eine Leiter runter und auf die andere wieder rauf. So, du. Was steht denn? Hör auf damit. Nee, Dagi ist straight, ey. Nein. Ihr brauchst gar nicht anzukommen. Ich hab dich unerwischt, Junge. Ich hab dich. Dagi! Ja. Sehr schlecht gespielt, Schnitzel. Sehr schlecht. Peng! Dam. Bist du Punk eigentlich? Ich versuche gerade den Weg hier zu finden. Schnitzel, du brauchst dich gar nicht so tot zu stellen. Schnitzel ist hier oben hinter einer Kiste, der stellt sich tot. Schnitzel, lebst du noch? Ja, er lebt. Ja, das ist, der wollte jetzt nur. Ich mir das auf Dagi lenken. Ja, der wollte jetzt. Ja, genau. Der wollte, dass ihr mich alle abschießt. Und, also, ja. er ist Traitor. Nee, ich bin kein Trader, ich wollte das einfach machen. Das macht nur solche miesen Tricks, machen nur Traitor. Nein.
Ey, lol, wo bin ich denn hier? Ich habe hier, hab hier Geheimecken gefunden. Guck, ja, guck. Ich bin da gehen. Bisschen, ja, ja. Ich habe hier voll die Geheimecken gefunden. Ich habe auch bei mir nennt man das Geheimratsecken. Schnitzel! Schnitzel wieder bei mir. Geht nicht. Dagi? Ja. Schnitzel. Ja. Schnitzel, Schnitzel, komm, ich kitzel das aus dir raus. Komm, Schnitzel. Nee. Du bist der miese Twitter, gib es dazu. Dagi kommt jetzt zum Turm, wo alle weg sind. Du bist der Trainer. Ja, jetzt habe ich den Turm endlich wieder gefunden. Ey. Okay, gut, wir können jetzt das ja nur weg. Auf eine Weise herausfinden, ne? Ja, wie denn? Gott. Ja, bleib mal stehen. Na, ich halte mich da raus. ich auch. Ciao. Also Schnitzel ist Trainer auf jeden Fall. Komm. Nee. Gib das zu, Schnitzel. Schnitzel gibt's zu. Schnitzel gibt's zu. Du kriegst ein halbes Jahr weniger. Ich bin kein Trainer. Da kommt die Thomas. Es ist Punky. Punky! Das ist Punky! Schlecht getimt, Punky, schlecht getimt. Ja, ich weiß. Ich wollte ja auch nur mal kurz. Die Thomas ist ein bisschen langsam, weißt du? Ja, das hab ich mitgekriegt. Jetzt hast du alle drei gegen dich. Ja, macht ja nichts. Ich wollte schon immer mal alle drei gegen mich haben. Drei gegen einen. Dagi, gibst du eine Rückendeckung? Ja. Ja, du hast aber so einen großen Rücken. Ja, pf, egal. Ich bin doch nur so eine kleine Ente. Oh, Schnitzel, nicht schießen. Ja, vor allem läuft die Zeit ja auch noch gegen mich, ne? Ja. Du weißt, dass ich unschuldig bin. Ja. Komm, von allen Seiten. Ja! Was? Was? Wo ist der denn? Keine Ahnung. Ich sehe ihn nicht. Ah, guck mal, der Punky, der ist raffiniert. Ja, der ist so raffiniert, dass ich in 38 Sekunden das Spiel verloren habe. Das war voll raffiniert, ja, das ist wohl wahr. Aber Punky, ich krieg dich noch. Ich hab ihn gesehen, der ist unten beim Katana-Shop. Wo ist er? Beim Katana-Shop. Wo ist das denn? Ach, da hinten. Okay. Hab ihn einmal angehittet. Wir sind hier nicht bei PlayerUnknown's Battleground. Egal, ich hab ihn einmal angehittet. Ah! Ich hab ihn. Sehr schön im gemacht. Jump! Alter, im Jump habe ich Schnitzel getötet. Sehr schön. Oh, da war Glas. Nee. Hä? Ja. Du bist schon wieder der Dagi. Das passiert. Draco. Alter, Punky, ich höre nur so einen Zug hinter mir. Draco? Ja, ich dachte auch nicht, dass er so lange braucht. Was? Ja. Du bist schon wieder der Dagi. Hä? Ich verkaufe den Dagi jetzt einfach mal. So. Ja, genau, verkauf Dagi. Entenhantel. So, bin ich jetzt? Gar nicht. Jetzt bin ich der Drache, oder? Jetzt bist du der Drache, ja. Okay. Wer läuft denn hier vor mir ohne Skin rum? Hä? Hallo? Also ich bin doch nicht. Da ist doch einer gerade ohne Skin an dir vorbeigelaufen, ne? Hä? Das war ich vielleicht kurz. Kann sein, ja. Nee, da ist immer noch. Hier. Dagi hat kein Skin. Dagi, was machst du da? Dagi? Ich hab kein Skin. Hab ich kein Skin? Nein, du hast bei mir Skin. Hä? Bei also mir haben alle hatte Skin. Kein Skin. Bei mir haben auch also alles Skin. Dagi hat irgendwie kein Skin. Also bei mir hat er Skin. Also ich geh mal lieber weg. Ich geh mal lieber weg hier, bevor... Oh, hau ab. Oder da hinten gibt's doch was. Da hinten gibt's doch was Schönes für den alten Drago. Na klar. Glaube ich auch. Warte. Ach nein, das gibt's hier nicht. Schade. So, was gibt's hier? Ah, hier Drago, grüß dich. Und Schnitzel ist auch da. Wo, was? Hier hinten. Zeig dir denn. Hier fehlen Skins. Hä? Wer ist jetzt tot? Alter, wie geil! Schau dir mal das an, da gibt's eine Tür! Ja. da gibt's eine Tür! Wo? Hier! Wie geil! Wo ist hier? Hier, wir Schnitzel und das sehen. Glaubst du, das ist keine Trader-Ding. Könnt ihr selbst so aufmachen. Ohne. Ja, Alter, wie geil. Hier, die, wo Schnitzel vorsteht. Ja, da geht's voll geil. Da hab ich schon bei der. Ja, wir haben ihn schon bei der ersten Runde. Ich bin da wie. Ich kann das. Oh. Oh. Da schießt wer. Punky, was? In die Luft schießen. Punky, schieß in die Luft. Da fühlt sich jemand auf den Schwanz getreten. Oh. Wer? Nee, du kommst hier nicht rauf. Bist du nur da? Nee, du kommst hier nicht rauf. Da musst du in den Fuß schießen. Gesundheit! Wieso?
Naja, weiß ja nicht. Irgendjemand hat ja gerade da geschossen und ich weiß nicht, ob jemand gestorben ist. Na, ich habe nicht geschossen. Er schießt Dagi, Schnitzel. Er schießt Dagi. Wieso? Nein! Ich bin es nicht! Weil ich hinter dir stehe und dann bist du Traitor. Kann ich dir vertrauen? Geh so! Geh so! Schnauze! Ja komm, das sagt man aber nicht. Doch, das sagt man immer. Stimmt, Schnitzel. Nein. What? Wir sind alle jetzt gegen dich, wir. Schnitzel, du bist einfach ein fucking Genie. Jetzt sei. Aua! Jetzt sei doch mal! Das hört sich ja wie so Kampfschrei, ey. Okay. Ja, Alter, ja, ich weiß. Wie ein so kleiner Mensch so laute Laute machen kann, verstehe ich nicht. Wie alt ist denn deine Mama? So kleiner Mensch. Zu alt. Wie zwei. Wie alt ist deine Mama? Mama, wie alt bist du nochmal? Nein, wie groß? Wie groß meine ich? Achso, wie groß? Wie alt groß bist du nochmal? 1,56 oder so. Bist du Delta-Tatsu? Bist du Delta-Tatsu? Hast du schön gesagt. Das hat sie sehr schön gesagt. Warum? Fragt sie Dagi. Weil ich so stark den Resonanz. Sie sagt, sie hat einen guten Resonanzkörper. Das ist eine Drache. Alter, Ruhe, Ruhe! Ihr stört die Aufnahme! Man hört euch sehr gut und jetzt Ruhe, verpusht die Aufnahme. Aua. Hilfe. Ja, da habt ihr was angerichtet. Ja. Schnitzel läuft hier unten, okay. Hier sonst. Also, wenn noch keiner. Eine Tür irgendwie. Vielleicht ist hier noch irgendwo noch eine andere. Ja. Irgendjemand schießt da. Schnitzel ist, glaube ich, gerade explodiert. Schnitzel ist explodiert? Ja. Warte mal. Ja, Schnitzel explodiert. Hier, ich bestätige. Ja. Er hat ein explosives Fass oder so. Er hat hier die Tür aufgemacht, dieses Secret Door. Und dann ist er explodiert. Hier, komm her. Weißt du, wo die Tür ist, oder? Ja, ja. Der ist hier. Also ich geh weg, dann kannst du das anschauen. Ja. Punky, bist du Traitor? Kann das sein? Nein. Bin unschuldig. Bist du denn Traitor? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ja. Nicht? Und uneigentlich? Uneigentlich auch nicht. Mhm. Dann ist es Dagi. Oder derjenige, der mir jetzt über die Flinte läuft, der ist tot. Also, ich bin's nicht. Sonst hätte ich ja Schnitzel nicht bestätigt. Mhm. Oh, Punky, da warst du. Hab dich gesehen. Ja? Ja, du warst gerade bei dieser Brücke über dem Katana-Shop. Ja. Ja, aber siehst du, ich habe nicht geschossen. Stimmt. Soll ich mal Schnitzel mitbringen? Brauchst du nicht. Ich suche Dagi. Dagi? Weiß ich nicht, wo er ist. Hey, hi. Hi, hi. Ja, hier warum schießt du auf mich? Ja, hier ist eine Melone. Komm mal her. Hier ist eine Melone mit einer 0-0 drauf. Was heißt denn das? Ich glaube, das ist eine Melonenmine. Das ist normalerweise. Warte, ich schieße hier mal weg. Geh mal weg. Ich glaube, die kann man nicht wegschießen. Toll. Ich glaube, Dagi ist es. Dagi nimmt normalerweise die Melonenmine. Aber Dagi habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Traitor-Räume gibt es hier auch. Vielleicht kann ich von hier die Melone wegmachen. Nee, die geht einfach nicht weg. Vielleicht bist du wirklich Traitor. Aber irgendwie glaube ich es nicht. Nee. Irgendwie. Sonst hättest du mich nicht vor der Melone gewarnt, sondern einfach mich reinlaufen lassen. Du bist jetzt oben auf dem Turm? Ja, yep, und da hinten ist Dagi. Wo ist da hinten? Beim Pool, dort wo man startet. Mhm. Ich renn hin. Oh. Okay. Anscheinend warst du dann doch der Traitor. Ja, ja, Dagi habe ich beim Katana weggemacht, so richtig schön und dort versteckt. Schnitzel habe ich mit Death Note weggemacht, das hat supi funktioniert. Habe ich ganz vergessen, aber sogar drauf, ich sehe nur Schnitzel explodiert nicht mehr. Du hast mich war mit, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Runde.
Aber schnell ja. Weg. Ja. Und wir hoffen, ihr hattet wieder viel Spaß. Wenn ja, dann hinterlasst gern einen Kommentar. Natürlich auch Daumen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann hinterlasst sehr gern überall mal ein Abo. Und genau. Eine Glocke. Und eine Glocke. Ding dong. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.